Ihr habt jetzt Dienst hinter euch. Wie lange? Ja, 26 Stunden haben wir Dienst gemacht jetzt hier. An der Grenzübergangsstelle. Wie bitte? Was spürt man denn so einen Tag? Naja, vor allen Dingen erstmal die Kälte. Haben wir von vornherein und ja klar, man sieht, wie die Leute arbeiten und so. Man sieht, dass es ein bisschen vorwärts geht und man freut sich eben doch, dass es eben jetzt losgeht, dass die Grenzen aufgehen. Ne? Es hat keiner so richtig dran geglaubt, dass auf einmal die Grenzen offen sind. Als Grenzer persönlich gibt es für uns weniger, wie soll man sagen, nach Stress kann man schon sagen, dass es gibt kein Hinterland mehr, es gibt keine Personen, die widerrechtlich versuchen müssen, die Staatsgrenze zu durchbrechen. Die Staatsgrenze ist offen an manchen Stellen. Ich bin zwar auch der Überzeugung, die Mauer muss stehen bleiben, aus dem einfachen Grund, um Spekulanten entgegenzuwirken. Auch ja, persönlich im Grunde genommen, wir freuen uns darüber, dass die Grenze jetzt offen ist. Und wir unterstützen die Wende auch voll im Grunde genommen. Viele haben euch auch Mörder genannt. Jetzt gibt's Blumen für euch, für eure Genossen an den Grenzübergängen. Wie geht denn das so im Kopf zusammen? Ja, es gibt dann schon zu denken, erst wird man Mörder geschimpft im Ausgang oder so. Und dann kriegt man Blumen oder andere Geschenke. Ich meine, das hängt im ersten Grunde auch mit der Wende zusammen. Wenn die Grenzen jetzt offen sind, jeder findet die Grenzer sympathisch, die Grenzer hier, die Grenzer da. Wir haben die Mauern eingerissen. Und im frühen Bezug darauf immer noch Mörder geschimpft. Es kam vielleicht daher, dass wir alle Leute an der Stadtgrenze zurückgehalten haben, die versucht haben, mal in den Westen zu kommen, auf Deutsch. Ja, ich finde es auch ein ganz altes Gefühl. Früher, wenn man im Ausgang war mit Uniform, man war ehrlich gesagt nicht gern gesehen. Überall konnte man nicht hingehen, das war manchmal wirklich nicht schön. Und jetzt, ich meine, jetzt können wir auch in Zivil gehen, das freut uns auch alle sehr, dass wir jetzt im Zivil raus können, kann man auch mehr unternehmen. Und wir finden es gut. Doch, wenn man hier Dienst tut, ist das doch sinnvoll. Ja doch, Sinn hat er schon, weil jetzt auch viele von drüben eben versuchen, eben die Mauer zu beschädigen und so. In dem Fall hat er schon einen Sinn, aber eben nicht mehr so wie früher, dass es den Sinn hatte, also eben, dass wir Leute aufpassen mussten, dass keiner widerrechtlich die Staatsgrenze übertritt. Sag mal, ich habe davon gelesen, auf der anderen Seite der Mauer, jede Mauer muss mal fallen, was sagst du dazu? Auf der anderen Seite? Ja, ich war noch nie auf der anderen Seite, was soll ich denn dazu sagen? Was sagst du zu dem Ausspruch, jede Mauer muss mal fallen? Ich würde sagen, das ist undiskutabel. Warum? Warum? Tja, solange wie die Mauer da ist, ist trotzdem noch ein bisschen Sicherheit da. Wenn jetzt hier ständig an der Mauer rumgepocht wird, habt ihr Angst? Sicher auch mit. Ich meine, obwohl wir wissen, dass es nicht so schnell geht, aber ein bisschen Angst ist immer dabei. Und worin siehst du nun deine Verantwortung als Grenzsoldat? In der jetzigen Zeit. Tja. Und du? Ja, in der jetzigen Zeit auf jeden Fall erstmal aufpassen. Man sieht ja, was hier passiert. Und wir haben es ja gestern gesehen, wie sie die Rundelemente runtergeschmissen haben. Und wie sie dann drüber steigen. Ich meine, da möchte man schon aufpassen. Vor allen Dingen die Republikaner waren ja da sehr aktiv bei der Sache, ne? Mit den anderen konnte man sich unterhalten, die waren vernünftig, selber welche aus West-Berlin, die auf die geschimpft haben, aber vor den Republikanern möchte man sich wohl doch schon schützen. Ja. Einfach fantastisch, finde ich. Ein unbeschreiblich gutes Gefühl, ne? Also, ich würde sagen, was bei Demonstrationen alles als gewaltfrei, alles war Wahnsinn. Und es ist dabei was rausgekommen. Zum Beispiel, dass eben die Grenzen aufgemacht wurden. Und ich finde es einfach fantastisch. Ne? Naja, ich würde auch sagen, also wenn man hier so in Uniform steht, seinen Dienst macht und draußen wird demonstriert und man will ja da auch ein bisschen mit was unterstützen. Ja, wenn man da auf Urlaub fährt oder so, und ja, gibt man eben seinen Teil auch dazu. Ich meine, den Teil gibt man hier, indem man seinen Dienst versieht und gibt man auch Saal im Urlaub dann. Was könnte man zu dem Teil sagen, Dienst versehen? Ist das, ja. Wie meinst du das? Ja, den Dienst, das muss nach wie vor muss ja gemacht werden hier. Es nützt ja nichts, muss ja trotzdem alles im Rahmen sein. Seine Ordnung haben alles. Ist ja notwendig. Ja, und zu Hause tun wir dann, wenn man im Urlaub ist, das Volk unterstützen. Also auf privater Seite dann eben so seine Meinung. Das Volk seid aber. Ja, das Volk sind wir auch, ja. Also ja, auf jeden Fall. Also ich finde, dass es wichtig ist, dass wir hier stehen und es sollte auch so bleiben. Also wenn die da drüben reden von Wiedervereinigung, also da bin ich absolut dagegen, weil ich finde,
Es sind zwar auch viele gute Seiten, aber die haben auch viel Dreck da drüben. Ne? Und das soll drüben bleiben. Ne? Aus der jetzigen Erkenntnis heraus, dass du viele Fehler mitgetragen hast. Wir haben es am Sonnabend zu unserer Delegiertenkonferenz so formuliert, dass wir in unserer politischen Arbeit und auch in der Parteiarbeit mit dazu beigetragen haben, bestimmte Dogmen zu zementieren. Damit beigetragen haben, ich benutze jetzt mal den Begriff des Westfernsehens, dass Betonköpfe sich rausgebildet haben. Und das sage ich bis zur untersten Ebene. Und ich begrüße jetzt jeden, der im Grunde genommen das Gewissen hat, und damit bin ich eigentlich schon bei der zweiten, das Gewissen hat und den Mut hat, nicht nur reformwillig zu sein, sondern der auch reformfähig ist. Und da meine ich Reform schon mehr im Hinblick auf Revolution. Also so weit würde ich da gehen. Ich möchte dazu sagen, dass wir, wie der Minister Stein das schon eingangs angedeutet hat und auch gesagt hat, dass wir vieles mitgetragen haben und mitgeholfen haben, umzusetzen, was wir befohlen bekommen haben. Was auch in den Dienstvorschriften festgehalten worden ist. Aber in den ganzen Jahren durch uns teilweise nicht gesehen worden wollte. Oder wenn wir was dagegen gesagt haben, uns dort kräftig auf die Füße getreten wurde. Du musstest diese Linie fahren, sonst warst du vom Fenster weg gewesen. Ich bin aber, muss ich so sagen, und das ist auch das, wo ich gesagt habe, es ist die Kraft, die ich habe und wo ich auch das Vertrauen hernehme, dass wir doch eine ganze Reihe von Genossen sind. Und das ist bei uns im Truppenteil, sind das wirklich nicht wenige, die wollen, dass sich was verändert und schnellstens verändert. Sowohl innerhalb meiner Partei, als auch im Rahmen der Militärreform, die ja so groß geschrieben wird, aber wo sich ja bisher im Grunde genommen außer über Fernseh eingespeiste Meldungen, die dann erst im Nachhinein als Befehle deklariert wurden, sich nichts getan hat und wir weiterhin darauf angewiesen sind, selbstständige Entscheidungen zu treffen. Und ich habe es am Sonntag zu unserer Parteidelegiertenkonferenz so ausgedrückt, wir werden durch die Kopflosigkeit, Konzeptionslosigkeit unsere Vorgesetzten dazu gezwungen, uns selber mit dem gültigen Strafgesetzbuch in Konflikt zu bringen, auf der Ebene Truppenteil. Das Vertrauen ist schwer. Ich habe eigentlich die innerste Überzeugung, dass mit der Politik der Wende, der Erneuerung, der Minister für nationale Verteidigung solch ein Mensch ist, der die gesamtgesellschaftlichen Prozesse voll und ganz überträgt auf die NVA und die Grenztruppen. Seine ersten Äußerungen deuten dahin. Mein Wunsch in dieser Richtung wäre, dass man ausgehend von dem Charakter und der Aufgabe der Grenztruppen den eigenständigen Status der Grenztruppen als Grenzpolizei schnellstens Rechnung tragen würde. Ich sage mal spaßhalber, ich bin ab sofort sozial gefährdet. Was wird die Zukunft bringen? Ich glaube doch viel, viel Kampf. Bezug nehmen auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass die führende Rolle erkämpft sein will. Das geht nicht nur Bezug nehmen auf einen Wahlkampf, der aller Wahrscheinlichkeit 1999 anstehen wird, sondern das heißt wirklich Vertrauen zu erkämpfen. Also ich weiß, warum ich hier stehe und ich bin stolz, die Grenze zu sein. Ne? Ja, gerade in der Zeit jetzt hier. Das ist ein fantastisches Gefühl, frage ich nochmal ernst. Ja. Tja, warum? Weil eben die Leute endlich mal reisen können, wohin sie wollen, ohne dass die Leute eben ausgesucht werden oder was. Und ich will ja auch selber reisen, nicht immer in die Scheiße auffahren und nach Polen. Und das ist mir das Hauptanliegen. Ja. Auch mal die Welt da drüben kennenlernen, wie die ist.